So, letzter Part. genau, das hier kurz als Einblick. Das war von letzter Woche das Setup. Hat auch jemand schon in die Gruppe geschickt. Wir hatten hier auch wieder unseren Sell-to-Buy-Move. 88,6er Entry, Stop-Loss unten drunter. Target 5er CRV wäre hier. Und wer bis zum High vom Pattern tradet, wäre mit einem 7,5er raus. Genau. Der lief hyper clean. Wir hatten Storch war auch alles ready. H4 war unten. H1 ist eben das. Also H1 war schon unten. Hier und hier nicht mehr ganz unten. Aber der Higher Timeframe hat gepasst. Also hier, Higher Timeframe hat gepasst. Und der H2 hat gepasst. Das sieht man öfters mal sowas, dass wir quasi im Markt hatten wir hier quasi sowas wie eine Divergence. Das ist quasi wie halt eine Divergence, nur halt im Storch. Sowas. Ist jetzt für mich keine Confirmation, also wirklich für mich keine Confirmation. Aber wenn ich weiß, dass der H1 dort unten war und der Higher Timeframe, der passt, dann ist es trotzdem noch in Ordnung. Für Niklas ja zum Beispiel auch, er braucht entweder den H4 oder den H1 und entweder den M30 oder den M15 als Stotch. Genau. Okay, Higher Timeframe sind wir aber ja short eingestellt. Boah, mein Laptop geht bis in die Knie. So. Jetzt hat. Perfekt, genau. Higher Timeframe sind wir short eingestellt. Das bedeutet, unser nächster Entry sind hier wieder buy to sell. 50% sind hier oben. FIB Cluster 88,6er, 55,9er. Das passt alles perfekt. Der Markt wird jetzt vermutlich sowas machen und dann uns unseren Entry geben. Einfach hier in diese fette schwarze Candle rein. Dann nochmal ein Push höher und dann Short. Ich persönlich würde den jetzt hier aber trotzdem nicht nochmal long traden wollen, eigentlich. Einfach deshalb, weil er diese zwei Lows hier schon rausgespiked hat. Genau. Ansonsten wäre das natürlich. Nee, ich würde es echt nicht machen wollen. Nee, machen wir auch kein Setup, das passt. Dann GBP out. Habe ich jetzt nicht wirklich was dazu. Der hat sich hier ein bisschen hochgearbeitet. Gibt nichts Interessantes. EJ. Ja, wild. EJ. Ja, ich bin am 78,6er sogar eingestiegen. Also ich bin auch noch drin. Aber ich überlege gerade, ob das so Sinn macht. Ja, eigentlich. Ja. Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer. Eigentlich so ein schöner Match hier oben. 88,6er, 50% von dem Buy-to-Sell-Move wäre der Entry hier oben gewesen. Wie auch immer, schauen wir mal, was passiert. Aber im Idealfall, also das Ding ist halt das, von der Struktur her war es clean. So, perfekt. Genau, wir hatten unsere Impulsbewegung, haben die Struktur nach unten gebrochen. Das heißt, wir arbeiten uns hier gerade runter. Deswegen könnten wir hier nochmal einen Short traden. Irgendwo hier unten in den Bereich oder sowas. Und dann weiter long. Genau. Schauen wir mal, was passiert. Aktuell hätte ich jetzt kein Setup hier, wo ich jetzt noch einsteigen würde. Okay. Hat uns nicht gegeben. Schmeiß mal raus. Genau, also vom Higher Timeframe war meine Überlegung die. Wir hatten eine Impulskorrektur. Impulskorrektur müssen wir unter dieses Low runterkommen. Wäre der Entry hier beim 88,6er, das würde clean passen. Mal schauen, vielleicht können wir auch da erstmal noch hintraden. Das hieße. So, mal einen FIP von hier ziehen. Ein FIP von hier ziehen. Schmeiß mal das hier kurz raus. So. Ja, nee, ist nichts Cleanes. Weil das Ding ist halt, wir hatten, also ich kann es von so her mal kurz erklären, wir hatten hier unseren Order Flow nach unten. Und wenn der hier korrigiert wird, dann muss er hier oben rüberkommen.
Klar, wir könnten dann hier uns unseren Entry definieren, aber da habe ich auch kein FIP-Cluster, kein gar nichts, deswegen bleibt das für mich einfach erstmal raus. Einfach skippen und ich fokussiere mich dann einfach auf mein großes Setup. EU und GU, genau, also EU haben wir gerade geschaut und GU haben wir auch schon. Aber bei GU. Ja, ist genau. Also wenn du hier weiter shorten möchtest, hier in dem Bereich Lower Time Frame Re-Entry, könntest du short machen. Aber für mich jetzt persönlich eben nicht relevant. Ich würde mich auf den größeren fokussieren, von hier oben dann wieder bei zu nehmen. Genau. Okay. Ich muss kurz meinen Laptop anchecken, der macht sonst den Abgang. Okay, Out Chef, genau, selbes Spiel. Wir hatten unsere Korrektur nach oben, Impuls nach unten, das passt alles. Und jetzt arbeiten wir uns hier langsam wieder hoch. Das ist jetzt halt eine Riesenbewegung, ist ein H4. Ist ein bisschen stressig vielleicht. Also quasi eine H4-Impulsbewegung. Genau, haben uns hier wieder runtergearbeitet. Ansonsten, wenn man einen Re-Entry oder nochmal weiter runter shorten möchte, außer er macht es jetzt schon, dann können wir uns hier zwei Fips ziehen. Aber all in all eigentlich, ich finde es eigentlich nicht clean. Können es eigentlich auch rauslassen. Aktuell noch nicht so viel nice Sachen. So, perfekt. Yes, genau. Also, wir haben entweder diesen Move, 50% wäre hier beim FIP-Cluster, das wäre das erste. Wäre das hier. Können es reinschreiben, 78,6 plus 50. Passt. Und dann haben wir ich muss kurz das Recording von vorher wegmachen. So. Okay, perfekt. Zweites FIP-Cluster wäre hier. Schmeißen wir unsere Sachen raus. So. Und gucken uns IC-technisch das mal an. Hier, das passt. Alright. Dann können wir uns die andere anschauen. Das ist nämlich eins drüber. Sieht auch noch sehr interessant aus. Genau. Das wäre dieser Run hier. Wäre für das obere FIP-Cluster. Also wir hätten für beide interessante Levels. Deswegen einfach mal gucken, wie sich der Markt hocharbeitet. Nicer ist natürlich das obere. Einfach deshalb, weil es ein kleinerer Stop-Loss ist. Das heißt, wir haben ein strafferes CRV. Genau. Aber im Endeffekt wäre das eine Setup. So. Zack. 5er CRV. Und das andere Setup wäre auch okay. Einfach deshalb, weil wir die interne Struktur mindestens eine schon gebrochen haben. Das wäre hier. Quasi, weil uns hier diese Order Flow so runterbringt. Das erste muss mindestens gebrochen werden. Das haben wir. Das heißt, wir könnten quasi auch das 78,6er hier traden. Wenn wir jetzt hier den Markt nochmal langsam so hochkommen sehen, dass wir einen Guardlay-Pattern bekommen, dann wäre am 78,6er unser Entry. Genau. Ich denke, das war mal soweit verständlich. Markieren wir uns mal. Yes, genau. Das war ein Setup. Da ist das Problem, wir hatten keinen Candle Close oben. Das mag ich persönlich nicht so. Wir hatten keinen Candle Close, nur Spikes. Das heißt, wir haben noch kein offizielles Higher High gebildet. Hatten jetzt hier die erste Reaktion am höheren FIP-Cluster. Kommt aktuell strong runter. Jetzt nichts, wo ich jetzt sage, ja Mann, da trade ich jetzt auf jeden Fall. Vor allem, weil der H4 schon wieder ziemlich weit oben ist. Yes, der ist eigentlich nicht relevant.
können wir höchstens schauen, wenn er drunter kommt in das untere FIB-Cluster an unseren Sell-to-Buy-Move, dass er, wenn er hier eine Reaktion zeigt, dass wir uns da einen Entry suchen. Genau, aber aktuell nicht so clean, weil wir, wie gesagt, nach oben die Struktur nicht mit einem Candle Close bestätigt haben. Das heißt, theoretisch befinden wir uns immer noch von diesem X-Punkt an in der Range, weil wir hier noch kein offizielles High haben. Sowas ganz, ganz ungeil, weil dann sehr oft einfach das passiert, dass wir einen Spike drunter bekommen und der Markt dann seine Bewegung macht. Genau. Und einen gekundete Pip SL macht halt auch keinen Bock. Yes, hier auch selbe Spiel, müssen ein bisschen Geduld haben, bis er hier oben reinkommt. Yes. Auch Geduld haben. Können wir mal kurz gucken, ob es hier uns irgendwas gibt. Okay, eigentlich einfach nur bärisch. Ja. Okay, genau, hier einfach bärisch. Das bedeutet, wir können mal gucken. Tendenziell wäre das hier wahrscheinlich ein Setup, nee, eigentlich von hier. Okay. Gucken, ob da irgendeine interessante Candle ist, aber ansonsten eigentlich, nee, alles ultra hässlich. Okay. Das geht mir auch raus. Ist leider echt mager. Habt ihr Setups irgendwie, die interessant sind, die jetzt kommen oder so? Jo, Chef JPY, H4 oben, H2 oben, zeigt leider aktuell keine Reaktion. Also ich bin auch hier noch nicht drin. Genau, einfach deshalb, weil wir vom höheren Timeframe, der hat einen Impuls gemacht, korrigiert, hat nach unten nichts gebrochen. Das heißt, vom höheren Timeframe, vom Daily oder was das ist, sind wir immer noch bullish. Das heißt, es kann halt. Ist eigentlich more likely, dass er hier jetzt oben drüber bricht und weiter bullish geht. Genau. Da war so ein richtiges Brett. Ah ja, da ist es sogar noch. Ja, ein richtiges Brett. Einfach Pattern hier in diesen Sell-to-Buy-Move rein. Also von der Wick hier nach hier. 50%, da ist er durchgescheppert. Ist ein schöner Trade, das hier oben, wie gesagt, gegen den Trend. Deswegen bin ich auch nicht drin. Das ist mal reingemacht, um es anzuschauen. Ja. Ja, GBP-NCD. Ich vermute mal, also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, also es ist jetzt nicht so, dass die Märkte gerade irgendwie so hypergeil, richtig nice, viele Setups gerade bringen für heute, also für die Woche bisher. Das wäre vermutlich bei den CPI-News, dass da vermutlich einiges dann abgehen wird. Chillig, wieso lädt jetzt der Laptop nicht? Okay, mein Laptop stürzt jetzt gleich ab. Ja, genau, passt, den habe ich ja auch. Yes, reagiert aktuell clean. Genau. Zum CRV. Ja, na, das Ding auch durch, quasi eigentlich an dem Lowest euch auch chillig. So, alright, okay. Yes, habt ihr irgendwelche Setups? Irgendwas, was ihr besprechen möchtet? Irgendwelche Fragen oder so? Alright, okay. Dann Donnerstag macht Niklas den Live-Trading-Call, soweit ich das weiß. Ich wahrscheinlich nicht. Ich gucke gerade mal kurz. Wir sprechen das immer in unserer Extra-Gruppe. Genau. Niklas und Nikolas vermutlich. Die machen beide den Call am Donnerstag. Vielleicht bin ich auch dabei. Mal gucken. Insofern, wir sehen uns am Donnerstag.